Willkommen heute zu einer weiteren Folge von Adventure Communist. Anlass ist die neue Version 0.1.6, in der der gesamte Spielfortschritt einmal gelöscht wird, weil sich so viel im Spielablauf irgendwie geändert haben soll, dass es halt notwendig wurde. Und genau deshalb nehme ich euch jetzt mit und schau mal, was denn jetzt an Game-Mechaniken sich verändert hat und wie sich das Spiel aktuell spielt. Auf geht's! Okay, wo ist die Musik? Ja. Ja, okay, ich weiß, ich soll hier wieder. Gut. So, nachdem die Musik überwunden ist, also weiter mit den Kartoffeln. Okay, jetzt habe ich meine Farmer bekommen. Genau, ich brauche mehr Farmer, damit sie für mich automatisch Kartoffeln anbauen, vorausgesetzt ich habe genug Land dafür. Ja. So, machen wir erstmal das Upgrade. Und meine erste Daily-Kapsel. Die gibt es also auch weiterhin. Also, see, you have unearned, genau, Ressource-Kapsels, damit ich Experimente machen kann. Comrade Boost, 20 Sekunden lang. Naja, das möchte ich lieber nicht haben. Weil das ist ja wieder nur zeitlich begrenzt. Da, Potato Boost mal 9. Medicine Boost, Pharma plus 1 und 5-fach Boost. Da haben sie jetzt inzwischen anscheinend auch ein bisschen was geändert. Da muss ich später mal schauen, wie das Ganze dann sich durchrechnen lässt. Aber wahrscheinlich ist der Run-Unlock-Button ohnehin das Interessanteste. Ah, Eisen gibt es jetzt auch schon. Upgrade. So. Als nächstes dann die Manufacturing. So, damit gibt es die auch. Und zum Abschluss die Medicine. So, brauche ich für euch immer noch. Gut, dafür brauche ich Pharma. Miner. Nee, Farmer, Landgewinner und Miner. Und ein Weapon und ein Comrade. Okay. So, hier brauche ich Kartoffeln, Land, Mineralien und so weiter. Und hier brauchte ich vor allen Dingen Land. Ja, also es gibt auch immer noch 3 Kapseln. So, jetzt habe ich meine ersten 9. Dann müsste ich ja, genau, dann kann ich jetzt alle Industrien gemeinsam rennen lassen. Und das beschleunigt das Ganze dann auch gleich schon mal. Genau, meine Medaillen habe ich jetzt auch gerade die erste bekommen. Für die Kartoffelernte, für die Landgewinnung oder Landklau, Landbesetzung. Dann die Erze. Militär, also beziehungsweise Waffenproduktion und auch die Medizinherstellung. So, hier dauert noch ein bisschen bis zum nächsten Upgrade. So, hier dauert es auch noch. Hier kann ich schon, hier auch und hier ebenfalls. So, dann gleich mal wieder die nächste Stufe dann freischalten. Schon 47 Scientists. Naja, das läppert sich doch im Moment schon ganz gut. Bisher sind jetzt alle Scientists gewesen? Ich glaube schon. Sollte ich wahrscheinlich am besten noch nicht allzu viele von den Farmern oder sonst was kaufen, damit hier auch tatsächlich überall die Scientists rauskommen. Weil ich vermute mal, dass ich in den Kapseln nur das finden kann, was ich schon freigeschaltet habe. Und da ist natürlich hilfreich, wenn das dann erstmal vor allen Dingen Wissenschaftspunkte sind. So, die können jetzt auch abgegradet werden. Und du kannst dann auch gleich die nächste Stufe schon bekommen. So, Medizin ist jetzt auch schon bei 2. Das Einzige, was mir natürlich immer noch fehlt, ist irgendwie eine Übersicht, wie viele Kapseln ich für die einzelnen Stufen schon bekommen habe.
So, 2400. Bei dir dauert es noch. Und bei dir dauert das noch länger. Okay, da werde ich so schnell nicht auf weitere Stufen kommen. Das heißt, ich kann, nachdem ich dann hoffentlich jetzt gleich alle Kapseln eingesammelt habe, mal schauen, was ich denn für die Scientist denn jetzt so noch kaufen kann und wie da die Abhängigkeiten sind. So, dann kaufen wir mal die ersten 50%. Okay, es sind nur noch die Prozente und ansonsten 1. Dann haben sie die anderen Multiplikatoren rausgenommen. Ja, damit sind jetzt die anderen Bereiche freigeschaltet. Genau, damit ich größere Industrien fahren kann. And if you go enough, you can buy more prestige. Ja, das heißt, sie haben so auf jeden Fall was geändert, weil ich kann jetzt schon irgendwie die Scientists Sachen kaufen. Und ich starte bereits mit einer freigeschalteten Einheit. Weil vorher hat es ja ewig gedauert, bis die hier mal irgendwie zu bekommen sind. Und gut, das heißt, da ist es auf jeden Fall ganz praktisch. Okay, hier reicht es anscheinend noch nicht, da muss ich ein bisschen mehr produzieren. Und bekomme ich jetzt die ersten Nicht-Wissenschaft? Nee. Okay, jetzt sind auch hier 100 gekauft und damit auch das hier freigeschaltet. Hier bekomme ich sogar gleich 2. Sehr schön. So, der Soldier braucht vor allen Dingen sehr viel Land. Also bis ich da 100 zusammenbekomme, das dauert noch. Beziehungsweise Comrades habe ich ja auch gar nicht so viele. Zumindest bekomme ich da noch ganz gut die Comrades zusammen. So, jetzt kann ich hier mal noch schauen. Also das sind jetzt anscheinend andere Belohnungen. Das heißt, ich bekomme einen Farmer pro Sekunde. Hier bekomme ich einen Comrade pro Sekunde. Hier ein Arbeiter und 3 Comrades, dann ein Miner und 5 Comrades. Gut, da bin ich ja eben noch dabei, das gerade freizuschalten. Auf jeden Fall scheinen mir die Sachen schon sehr viel spannender in dem Upgrade zu sein. Das heißt, genau, die steigen jetzt hier von sich aus an. Einmal hier drüber natürlich. Die Kommune kostet auch noch einiges an Kohle, 1000 Farmer. Okay, aber machen wir erstmal die Reihe durch, bis ich dann, damit ich die alle freigeschaltet habe. Und dass ich hier auf jeden Fall, da können wir auch gleich auf 100 setzen. Hauptsache ich bekomme meine 100 Soldaten zusammen, um dann letztlich auch dort das Notwendige freizuschalten. Hier kann ich schon ein neues Upgrade kaufen. Hier ebenfalls. Genau, da werde ich doch mal die ersten Scientists ausgeben. Gut, das sind die normalen Unlocks, die ich noch freispielen muss. Und hier sind die Experimente. Also, die Trials sind alles nur zeitlich befristet, 20 Sekunden. Zwar mit einem hohen Bonus, aber eben nur zeitlich befristet. Dafür werde ich kein Geld ausgeben. Und Scientists by discovering capsules and put them work on various experiments. Hint, click on the big screen. Also vielleicht haben die Kapseln tatsächlich so umgestellt, dass man nur noch Scientists bekommt. Das ist auf jeden Fall sehr praktisch. Apply your Scent, genau, time limited boost, permanent boost for selected generators und permanent boost for all of your generators. Gut, mal gucken, was ich mir jetzt hier leisten kann. We'll click button for you, buy as many as you like. Okay, das ist der große Button, der Auto-Clicker-Button. Source would get 4 hours worth instantly. Naja, das ist dann auch wieder bloß ein Zeitboost, 24 Stunden. Genau, alle Ressourcen mal 3. 168 Stunden, alle Ressourcen, Geschwindigkeit mal 21. Mal gucken, lohnt sich das jetzt? Also 7, 14, 21, das heißt das Siebenfache und das kostet nur 2000. Also da haben sie die Progression jetzt inzwischen angepasst. Das heißt, es lohnt sich auf den größeren zu sparen, weil es ein bisschen günstiger ist. Weil ansonsten würde ich 28 ausgeben, also 2800 statt nur 2000. Das müsste hier dann das gleiche sein. Das heißt, hier habe ich das Fünffache. Das Fünffache wären 105 und 147 bekomme ich. Also okay, also hier ist inzwischen zumindest ein Interesse da, dass ich bis 147 spare.
statt mir einmal den Dreier zu kaufen. So, die hier können nur einmal freigeschaltet werden für die jeweiligen Generatoren. So, da kriege ich hier zumindest mal die 9er Boosts. Dann die Farmer Boosts, die dann natürlich hier schon ganz ordentlich ansteigen. Aber ich bekomme die auch für jedes nur einmal und es ist sinnvoll, die alle dann nacheinander einfach zu holen. Ja, dann fange ich doch mal mit dem ersten an. Ah, okay, es gibt dann noch eine zweite Stufe mit 999, aber die werde ich mir jetzt noch nicht annehmen, sondern erstmal nur die einfachen 9er Faktoren. Und die Farmer lasse ich mal noch außen vor. So, dann mal schauen, dass ich hier auf die nächsten Upgrade-Stufen komme. So, und jetzt noch die Medicine. Dann bin ich da auch bei 5000. Dann, ah ja, okay, die Soldaten habe ich jetzt schon. Dann kann ich die jetzt auf 100 freischalten und hier die nächsten drei einsacken. Und jetzt fehlen nur noch die Nurses, die natürlich noch länger brauchen. Okay, was ist denn hier der limitierende Faktor? Ah, na klar, ich muss natürlich erstmal hier die Ausrüstung kaufen, weil dazu brauche ich jetzt Farmer, Worker, Miner und Soldaten. Gut, dann erstmal die gut 1000 Farmer. So, das gleiche habe ich dann bei den Workern. Gut, 2 Farmer pro Sekunde dazu. Dann würde ich erstmal hier überall die 1000. Was habe ich denn hier? Second Farmer brings Glory. 10.000 Farmer. Okay, hier kann ich im Moment keine Comrades mehr freischalten. Ah, aber hier. Plus 7 Comrades pro Sekunde. Okay, 25 Comrades bei 100 Nurses und 50 Nurses, eine Nurse dazu. Naja, das wird so auch noch nichts. Also gut, hier erstmal die 1000 Worker. Dann habe ich hier wieder die nächste Stufe. Und Unlocks. 2 Worker pro Sekunde dazu. Mal gucken, wie viele Kommunen ich kaufen kann. Auch nicht so viele. Die bringen schon 1 Million pro Klick. Die bringen 70.000. Gut, dann die Industrie hier mal weiter anfeuern. Und Upgrade. Und sobald das erledigt ist, hier auch auf 1000. So, das war jetzt die Weapons. Komme ich auch 2 Soldaten. Oh, ich habe die Digger noch nicht auf 1000. Na, das werde ich doch gleich nochmal nachholen. So, dann ist das Mining auch auf der Stufe. Und jetzt fehlt mir eben noch Gesundheitsgeschichten. So, erstmal hier die Medizin reinbringen. Und schon mal die ersten Nurses kaufen. Ja, 16 Nurses kann ich mir aktuell leisten. Was daran fehlt oder liegt, dass ich wahrscheinlich nicht genug Farmer habe. So, machen wir hier mal wieder 100%. 60 Nurses, das müsste doch jetzt schon für die fast für die 100 reichen. Gut, dann noch ein bisschen mehr. 68, 80. Das reicht auf jeden Fall für die ersten 100. Und damit ist jetzt hier sogar die 4 Wissenschaftspunkte alle 6 Stunden. Das heißt, 4, 7, 9, 10, 11 Wissenschaftspunkte bekomme ich jetzt aktuell alle 6 Stunden. Das heißt, damit ist natürlich auch ein Baustein gelegt, damit man das Spiel möglichst alle 6 Stunden wenigstens besucht, wenn nicht sogar gleich dauerhaft offen hat. Dann habe ich jetzt hier natürlich die beiden Fortschritte bekommen und das nächste werden jetzt 1000 Nurses. Aber da wäre es das Einfachste wahrscheinlich jetzt erstmal hier die Comrades weiter hochzubringen, das heißt 10.000, also ja genau, 10.000 Farmer.
Und das ist alles letztlich eine Zehnerpotenz immer höher, womit ich dann sowohl die Farmer als auch die Comrades steigere. Jetzt wären dann natürlich noch, genau, hier, okay, bei 50 beginnt das für die Shared Banks, also die Kommune. Das heißt, ich brauche 50.000 Farmer allein, um die 50 Kommunen freizuschalten. Und die anderen gehen wahrscheinlich ähnlichen. Genau, 50 beginnt alles bei 50. Auch wieder bei 50. Genau, dann muss ich das nicht alles nachschauen. So, dann ist jetzt also erstmal die erste Stufe irgendwie die 10.000 zusammenbekommen, weil für die nächsten Stufen werde ich ja hier jeweils, ja, genau, 50.000 dann benötigen, damit sich das lohnt. Wobei jetzt produziert der produziert einen Farmer, der produziert zwei Zelte, der produziert drei von diesen Kollektiven und das Ding produziert vier von den Plantagen. Okay, wo mache ich jetzt am sinnvollsten weiter? Am besten bei den Experimenten. So, Potato Boost erstmal nicht. Dann machen wir jetzt hier die Farmer, Worker, Miner. Farmer, Worker, Miner. Genau, die Fünffach-Boosts und die Nurses. So, damit habe ich jetzt schon einen Haufen Kohle ausgegeben, beziehungsweise einen Haufen Scientists eingesetzt, damit sie das Land voranbringen. Also, dann weiter mal alle Industrien laufen lassen und der nächsten Kartoffel-Upgrade entgegengeschaut. So, 7.000. Wieso 7.000? 7 Millionen natürlich, von wegen 7.000. 400.000, ebenfalls 400.000. Okay, das dauert etwas länger. Und das auch. Gut, dann war jetzt die Aufgabe, 10.000 Farmer zusammenzubekommen. Die Frage ist natürlich, muss ich die gleich haben oder reicht das, wenn ich die insgesamt erworben habe? Aber ich denke mal, ich muss 10.000 Farmer in einem Rutsch haben. Mal schauen, ich kann mich ja langsam knapp rankaufen und die 100 Farmer oder so weiter, die ich schon hatte, beziehungsweise mal gucken bei den Unlocks. Ja gut, hier steht jetzt nicht genau, wie viel ich tatsächlich habe, aber ich denke mal, ich muss 10.000 wirklich liegen haben. Und im Moment begrenzen mich tatsächlich die Comrades am meisten. Dann hoffe ich mal, dass ich hier jetzt Comrades, ja genau, zwei Comrades bekomme ich hier wieder freigeschaltet. So. Okay, damit ist das auch erledigt. Nächste Stufe ist Landgewinnung. Das heißt, auch hier jetzt wieder 10.000 ist natürlich ziemlich lang hin, aber die brauchen nur Kartoffeln und Ohre. Das heißt, hier könnte ich mal noch hingehen und ein paar Kommunen kaufen. Die brauchen zu viel Land und Kartoffeln, aber davon habe ich genug. Das heißt, dann kann ich hier zumindest mal mehr automatische Farmer produzieren lassen. Und dann jetzt weiter die Worker angeschafft, die nächsten 10.000. Soweit mal der Einblick dahin, wohin sich das Spiel verändert hat. Es scheint mir jetzt ein bisschen linearer und strukturierter zu sein, dass die Fortschritte sich irgendwie besser anfühlen, zu sagen, ah, okay, ich kann jetzt hier und da dann die nächsten Unlocks freischalten, mich sozusagen darauf konzentrieren, die 10.000 Farmer und danach ist es wahrscheinlich in dem Beispiel halt, die 50 Kommunen, die brauchen ja dann 50.000 Farmer. Das heißt, die Aktion, also die Shared Banks, wird dann freigeschaltet, bevor ich die 100.000 Farmer erreicht habe. Und auf jeden Fall wird es zurückgesetzt. Also ich brauche dann immer wieder die 10.000. Das heißt, ich muss mir überlegen, ob ich zuerst von der niedrigeren Stufe was freischalte und da das nächste Limit knacke. Oder ob es sich schon lohnt, je nachdem, wie die Kosten sind. Mal gucken, vergleichen wir das nochmal anhand der Kollektiven. Das heißt, ich brauche 1000 Kollektiven für 1000 Kommunen für eine Kollektive.
Okay, da habe ich auf jeden Fall dann schon bis 1000 freigeschaltet. Mal gucken, wo ich da lande. Also 50, 100.000, das heißt bei denen hier. Und das nächste wären dann 10.000. Und da ich ja bei den anderen wahrscheinlich eben wiederum erst 50 brauche, das heißt, ich brauche 50.000 von den anderen. Das heißt, vorher lohnt sich das nicht wirklich unbedingt freizuschalten, sondern erst, wenn ich hier die 50.000 erreicht habe. Dann kriege ich die 10, die 6 Comrades. Und das dürfte so etwa dann der Faktor sein. Das heißt, wenn man die vierte Errungenschaft freigeschaltet hat, geht man dann auf das nächste, wo man dann die erste freischaltet und so weiter und so weiter. Und die anderen dürften dann wahrscheinlich recht nebenbei fallen. Muss man halt gucken, ob man gerade knapp dran ist, bevor man da auf die nächste Stufe geht. Ich habe es ja jetzt noch nicht mal eine halbe Stunde gespielt, aber das ist so meine erste Analyse, was hier so die Strategien sind. Und dann natürlich zu überlegen, okay, wie lange werde ich wohl brauchen, um auf 10.000 Scientists zu sparen? Okay, das will ich aber auf jeden Fall mal testen, ob das jetzt funktioniert. All Resource Speed, Industry Output, Industry Speed. Ich weiß noch gar nicht, wo eigentlich der Output multipliziert wird. Weil eigentlich müsste ja hier, okay, 10 von 90. Also es gibt 30 Einträge, das heißt, jeder Eintrag hat drei Stufen. Hier bin ich jetzt in der zweiten, das heißt, es gibt danach noch eine Stufe. Mal gucken, was sie jetzt hier eingeschaltet haben, weil wie viel kosten mich sozusagen jetzt diese Scientists? Das heißt, ich habe wahrscheinlich schon einen Scientist für mindestens 5 Dollar verbraten. Aber immerhin hat mir das Spiel die ja auch zur Verfügung gestellt. Das heißt, insofern passt das ganz gut. Drei Propaganda-Upgrades. Und der Free Fancy Autoclicker. Gut. So, jetzt, wie gesagt, ich will den nochmal ausprobieren und gucken, was der jetzt genau anstellt und wie der funktioniert. Weil irgendwo müsste ich ja dann den Autoclicker. Ah, hier kriege ich jetzt angezeigt. Daily Drops 0 auf 3 Remain. Das heißt, dann weiß ich zumindest, wann die. Keine Ahnung, ob das Ding vorher schon da war. Auf jeden Fall steht jetzt hier, wie viel von den Daily Drops ich schon eingesammelt habe. Aber ich weiß noch nicht, wo ich jetzt den Autoclicker tatsächlich herbekomme. Will click buttons for you. Buy as many as you will like. Ja, aber wo bekomme ich den her? Also 44 Comrades pro Sekunde und es soll hier irgendwo ein Limit geben. Wahrscheinlich eine Maximalanzahl an Comrades, die ich ansammeln kann. Was natürlich auch dabei helfen soll, dass man regelmäßig in das Spiel reingeht, um die Comrades auszugeben, um ja, die Leute einfach beschäftigt zu halten. Weil ein Free-to-Play-Spiel lebt ja schließlich davon, dass es schafft, dass die Menschen im Spiel sind und dann irgendwelche Fortschritte möglichst beschleunigen wollen. Also, wie bekomme ich jetzt hier den Autoklicker drauf? Naja, vielleicht löst sich das dann irgendwann in einer der nächsten Folgen und für heute mache ich dann mal Feierabend, weil so viel Arbeit muss ja nicht sein. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss!